ein Muss, nicht wahr? Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Du hast schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Artyom, vergiss nicht. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Ich habe davon gehört, dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis taut hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomitsch, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Warte. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Meine Güte. Dahin. Du Idiot! Im Freien würden wir das nicht überleben. Wir müssen die Station erreichen. So, schon auf Filtern, Artyom. Wenn du deine Maske tauschst, dann schnell. Dieser arme Kerl braucht seine nicht mehr. Fahr zur Hölle! Ich glaub, mir wird schlecht. Geh vorsichtig. Es heißt, diese Tunnels beherbergen mehr als nur Mutanten. Ein guter Kommunist glaubt nicht an Seelen, Artyom. Aber dieser verdammte Ort lässt mich, ja, zweifeln. Lass uns raus ans Licht gehen. Das war knapp. Na gut, Artyom. Nicht noch mehr von diesen Tricks. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Schnell! Ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Hier passiert seltsame Scheiße. Hey, versuch sie zu öffnen. Ich geb dir Deckung. Versuch sie erst. Klemmt? Ach, verdammt. Lass es uns zusammen probieren. Nice one. Sieh mal, Artyom. Verlier hier drin nicht den Verstand, ja? Wo? Okay, lass uns gehen. Ein Ranger hat mir gesagt, dass dies ein Flug von Mallorca war. Familien, die aus dem Urlaub kamen. The fuck? Weißt du, Artyom, ich war nie am Meer oder in einem Flugzeug. Ja, ja. Hat nicht sein sollen. Was zum Teufel ist das? Wir verlieren Schub und die Motoren sind tot! Tomo de Novo, Flug 767-4! Das war das Blitz! Tomo de Novo, Tower, Mayday! Scheiße, der Tower ist weg! Tonga, wir gehen runter! Tempo, ich nehme sie! Die Instrumente sind ausgefallen! Ich bekomme keine Anzeige! Oh mein Gott! Schütze, was ist hier? Ach, Scheiße! Ach du Scheiße! Oh.
atmen. Kaum möglich. Was hat der Wichser gemacht? Voll Idiot. Artyom, ach Mist. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre ich vermutlich erstickt. Wie die anderen hier. Wie dieser hier. Lass uns sofort von hier verschwinden. Er hat schon wieder eine Vision. Artyom, nach rechts. Ich glaube, der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude. Scheiße, ein Dämon! Mach ihn kalt, mach ihn kalt! What the fuck? Danke. Verdammte Dämonen! Mann, du schuldest mir was! Alles klar? Schnell, wir sind fast da! Holy shit! Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da! Mach dich bereit! Wir kommen auf die obere Etage! Wir müssen los, sofort! Mir nach! Schneller! Schneller! Komm her! Ich bin hier! Na schon da! Los! So. Hilf mir mal! Schneller! Es kommen noch mehr! Verdammt! Wir müssen den Eingang finden! Über dir! Danke. Oh. Ein Kinderspiel, was? Ja, klar. Da. War ja nix. Unser kurzer Besuch im toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Theater. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe.
Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Artyomitsch, wenn du Kultur erleben willst, das Bolschoi-Theater ist über uns. Alle Schauspieler, die überlebt haben, sind hier. Die Leute kommen aus der ganzen Welt, um ihre Aufführungen zu sehen. Wir waren unser ganzes Leben im Reich und jetzt sind wir Freaks? Das passiert ständig. Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren, rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann kommt rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komme wieder zu dir. Neuer Eintrag. Bolschoi. Eintrag 1. Pavel braucht etwas Zeit, um alles vorzubereiten. Die Bürger Antra-Station brauchen eine Erlaubnis, um die rote Stadt, um die rote Linie zu betreten. Der Staat ist in permanenter Vorbereitung auf den Krieg und sieht daher in jedem Außenseiter ein Spion. Also habe ich etwas Zeit, mich im Theater umzusehen. Diese Station ist eine echte Legende in der Metro. Ähnlich wie die Polis, mit dem Unterschied, dass die Polis viele der Wissenschaftler sind, die überlebt haben und das Theater eher als Kulturhauptstadt der Metro betrachtet wird. Hallöchen. Für den letzten überlebenden Theaterkritiker, Patronen für die Gnade unserer Seelen. Mal hier was die haben, nichts. Nichts haben die, nichts, gar nichts. Gefällt mir. Nikitic, wann werden wir Mutantenfutter? Hast du genug Geld, um eine Woche durchzuhalten? Eine Woche? Zwei Tage vielleicht. Dann ist mein Leben vorbei. Er kann lachen. Waffen kaufen. Was kann ich hier machen? Achso, das ist die Gitarre. Also, steh. Klasse, das Zeug ist klasse. Bolschoi, Eintrag 2. Kein Wunder, das weltberühmte Bolschoi-Theater ist direkt über dieser Station. Es gibt Gerüchte über Untergrundwege von seinem Keller in die Metro. Und das ist der Grund, warum viele Schauspieler und Bühnenhelfer sich bei der Katastrophe retten konnten. Hier unten in der Station haben sie ein neues Bolschoi gegründet. Es sind die Theatergerüchte, die selbst die fernsten Ecken der Metro erreichen. Und da die bewohnbare Welt dort endet, wo auch die Metro endet, könnte man sagen, dass das neue Bolschoi auch weltbekannt ist. Manche sagen, es bewahrt sogar die Tradition des großen